Das 55-Grad-Modul wird aus Blättern im DIN-Seitenverhältnis hergestellt und kommt mit weniger Faltungen aus. Grundlage ist meine vereinfachte Falttechnik. Als erstes wird das Blatt diagonal bis zur anderen Ecke überschlagen. Dann hier wieder bis zur Kante. Und über die Ecke drüber geschlagen. Auseinanderlegen. Nach innen. Und zusammen. Ich zeige das gerade noch mal. Mal. Man kann durchaus, weil man weniger Faltungen hat, auch zwei Blätter übereinander gelegt falten für die ersten Faltungen. Das spart dann noch zusätzlich Zeit. Und ich denke, das Papier lässt sich dann auch leichter zu den Spitzen falten. Jetzt muss man allerdings das auseinanderziehen, damit man dies einzeln dann den Rest machen kann. So, das sollte jeder jetzt verstanden haben. Was in jedem Fall gut tut, wenn man wieder so einen Stapel von diesen Modulen, speziell bei weicherem Papier, das ist jetzt normales Kopierpapier, zusammennimmt und gerade zusammenpresst. Schon hat man einen ganzen Stapel beieinander. Beim Zusammenstecken, ich fange mal hier gerade mit. Wahrscheinlich ist es zu groß, aber ich habe auch kleine vorbereitet. Zusammenstecken ist recht einfach. Muss ich am Anfang etwas daran gewöhnen. Ich zeige es gleich nochmal mit kleineren Modulen. Was wichtig ist, ist, dass die letzte Ecke immer hineingesteckt wird. Ich zeige das mal bei dem größeren Muster. So sollte es aussehen, dass also diese rechtwinklige Ecke ganz oben drüber ist. Manchmal passen die Ecken nicht richtig und das liegt dann daran, dass diese kleine Ecke daraus steht beim Zusammenstecken und dann kann man sie einfach mit dem Messer oder in der Größe natürlich auch mit dem Finger drunter verschwinden lassen und schon passt die Ecke perfekt. Beim Zusammenstecken von mehreren Modulen, wie man sie für einen Stern braucht, ist es nicht schlecht, wenn man sich solche Zweierpäckchen vorbereitet, 10 Stück, dann ist das Zusammenstecken der Spitzen nachher etwas einfacher, aber je nach Geschmack. Eine weitere Möglichkeit, ein DIN-A4-Blatt direkt in kleinere Blätter aufzuteilen, ist es, die Maße einfach zu dritteln. Das lässt sich leicht abmessen und man hat gleich ein kleines Format.